Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Detroit Become Human. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Muss er wieder was klauen? Präsident Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Ja, da hat er leider recht. Wir konnten das nicht einfach hinnehmen. Sie töten uns. Nichts wird das je rechtfertigen. Aber ich hätte einfach ruhig. Ich weiß nicht, was mit dir. Ah, ich weiß nicht, was. Da ist es mit mir durchgegangen. Es war ein friedlicher Marsch, doch du wolltest den Kampf. Jetzt sind hunderte Menschen und Androiden tot. Man erntet, was man sät. Da ist es einfach mit mir durchgegangen. Ich habe vorher so auf. Und vielleicht war mein Urteil getrübt von Wut. Ja. Aber ich tat das alles für unser Volk. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Genau. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Was tun wir denn als nächstes? Dialog. Das ist der einzige Weg. Scheiße. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber Norwich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Ich versuch's. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Ah, ich hoffe, ich glaube ehrlich, dass ich wieder durchdrehen werde und das Ding nutzen werde. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich... Mich liebst? Froh bin ich zu kennen. Androiden 6. Natürlich küssen. Ich muss gerade so ein Rülpsen verkneifen. Entschuldigung. Oh Gott, ich sollte nicht so viel Pepsi nebenbei trinken. Ich gehe zu den anderen. Oh. Pass auf dich auf. Okay. Ich will dich nicht verlieren. Ich dich auch nicht. Häuschen. Irgendwas passiert jetzt. Ach, er ist auch noch da. So,
Softwareinstabilität misstraut. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Er braucht mich doch nur anfassen, dass ich, halte Marcus auf. Ich werde ihn nicht aufhalten. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Wir sind auch dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Ich werde nicht schießen. Du musst nicht länger ihr Sklave sein. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Entscheide dich jetzt. Abweichler, definitiv. Achso, das ist das, was ich... Okay. Die Wand muss ich einreißen. Oh, Batterie fast leer. Und wir sind ein Abweichler. Ich bin ein Abweichler. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Kannst du mal laut sagen. Oh, Scheiße. I have a bad feeling about this. Schnell, wir müssen hier verschwinden. Na los, 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 los! Einmal kommt doch. Delta nähert sich. Die Ratten in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommen! Der Korridor da drüben! Los, mir nach! Oh nein! Oh Scheiße! Hier lang! Weiter vorn muss ein Ausgang sein! Nein, ich loser. Sie kommen von allen Seiten. Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Wir müssen Jericho sprengen.
Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Du musst es probieren. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Oh, Scheiße. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Schafft ihr eine Waffe, Junge? Oh, ich muss das Spiel normal spielen. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Nein! Was machst du? Ich lass dich nicht hier! Kara, nein! Nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommen. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Versteck dich. Komm schon. Genau. Bist du okay, Kara? Jetzt haben wir wenigstens eine Waffe. Ja, mir geht's gut. Mach die Tür zu. Wir können nicht hier bleiben. Nimm die Waffe mit. Da sind noch mehr. Folgt mir. Ah. Ist sehr gut versteckt. Alter, ist das spannend gerade. Was jetzt? Also, ich dachte, das Spiel hätte sich aufgehangen. Aha. Aber jetzt hab ich gegen den Tisch gehauen. Klettern. Komm, klettern. Daneben. Naja, Schütz. Profis sind das nicht gerade. Alter. Die Steuerung macht mich wieder fertig. Komm schon. Natürlich greifen wir ein.
hier lang! Such noch! Ich komme nach! Warum nimmt er nicht die Waffen? Ein Ausgang! Geschafft! Nein, 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 nein! Das ist eine Falle! Runter! US Army. Na los, wir verschwinden von hier. Alter Schwede, was habe ich nur angerichtet? Schnell, wir müssen weg. Keine Bewegung. Geh zu den anderen. Schieß sie doch mal einfach. Ich wollte sagen. Macht vieles einfacher. So böse enden. Nein, nicht Norse. Warum? Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Nein. Auf jeden Fall, Norse werden. Scheiße. Kleine Kampfmaschine. Warum nimmt der kein Gewehr? Alter Schwede. Tja. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Dich kriege ich auch nochmal. Es ist noch nicht vorbei. Du bist noch dran. Es eskaliert hier alles gerade so ein bisschen. Scheideweg, Connor. Oh Gott, wie viel Entscheidung. Alter, gibt es viele Punkte gerade. Ich weiß noch nicht, was mit den Punkten an. Connor springt mit dem, Norse springt mit dem, Josh springt mit dem, ja. Alle gerettet. R1 drücken, um. Sie werden dann noch ein bisschen erkunden können. Abweichler werden. Kein Abweichler werden, da wäre ja oben komplett. Uiuiui, guck mal, was da oben noch freigeschaltet wäre. Was wäre hier gewesen? Jericho wird angegriffen. Marco.
Connor schließt sich den anderen an. Oh Gott, ich muss das Spiel unbedingt nochmal spielen. Jericho erreichen, oben. Aber was ist mit Loser? Okay. Sind auch von sind von der Jericho entkommen. Liebe Leute, wir machen auf jeden Fall jetzt hier Feierabend. Mann, ist das gerade heftig. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao.